Herzlich willkommen in der Kochwerkstatt. Heute gibt es, was wohl, Kürbis. 8000 verschiedene Kürbissorten gibt es. Hier haben wir einen Hokkaido-Kürbis. Heute machen wir mal etwas anderes als Kürbissuppe oder Kürbiscreme. Nein, wir machen heute ein Kürbistäschchen, also Kürbistaschen, etwas frittiert und dazu eine Savagnole aus Muskat und Ei und einem schönen Riesling. Ja, was brauchen wir dafür? Natürlich müssen wir einen Teig herstellen, einen Teig aus Mehl, etwas Meersalz, Olivenöl und Wasser. Dann, also keine Eier da drin, Eier brauchen wir später. Dann dazu natürlich den Hokkaido-Kürbis. Hokkaido-Kürbis hat den Vorteil, man kann die Schale mitverwenden. Das ist also ganz entscheidend. Hier habe ich sie in kleine Stücken geschnitten. Dann haben wir hier Parmesan, schönen frischen Parmesan, schön gerieben. Also nicht irgendwo getrocknet oder sonst etwas, sondern hier ist er richtig schön frisch. Dann Lauch, hier beides Weiße vom Lauch. Arborio-Reis ist ein Rundkornreis, also ein Risotto-Reis. Da gibt es Vialone und Nano. Man kann also normalen Milchreis auch dazu nehmen. Und dann brauchen wir weiterhin Eier für die Füllung und etwas Butter für die Soße, Eigelb und hier den Riesling dazu. Aber als erstes müssen wir den Teig machen. Das geht relativ schnell. Wir nehmen dazu eine Küchenmaschine. Wir können es auch handkneten, aber wir wollen es ein bisschen schneller machen. Wir geben also einfach das Mehl rein, dann etwas Salz dazu, das Wasser dazu, Olivenöl dazu und dann wird das ratzfatz geknetet. Hierbei geht das in diesen Mixer da, geht eigentlich ganz gut. Und so, nebenbei werden wir jetzt den Muskat fertig machen. Das heißt also, hier haben wir die schon mal klein geschnitten. Dafür brauchen wir ein Blech. Die machen wir im Ofen jetzt. Deshalb, weil da die Feuchtigkeit rauskommt und wir eine bessere Bindung da bekommen. Das heißt also, wir geben diese Stücken so etwa 2 bis 3 cm Größe. Etwas Olivenöl einfach dazu. Der ist schon fast fertig, der Teig. Mal gucken. Könnte noch ein bisschen. Machen wir gleich weiter. Aber erstmal das hier rein. Also etwas Olivenöl dazu, etwas Meersalz. Und das Ganze schieben wir bei 200 Grad in den Ofen. Backen das regelrecht und garen das in den Backofen. Ja, und dann geht es auch schon weiter. Den Teig müssen wir noch ein bisschen kneten. Anscheinend brauchen wir noch ein bisschen Flüssigkeit. Wichtig ist jetzt beim Teig, dass er also praktisch auch ruht. Wir müssen also den Teig jetzt etwas Art durchkneten, das ist also sicherlich schon fertig. Genau, dann nehmen wir ein bisschen Mehl dazu. Man muss so richtig, kann man auch ein Blech machen. Ein Thema. Das heißt also, den Teig sieht man hier also, das ist also in der Konsistenz sehr schön, etwas ölig Teig, das heißt also Olivenöl, dadurch ist er geschmeidiger. Jetzt kneten wir das Ganze etwas. Über die Handwurzeln. Packen den kurz in Folie und packen den dann im Kühlschrank circa eine halbe Stunde und dann sehen wir uns wieder. Vorsicht, heiß! Jetzt kommt das einfach in eine Schüssel rein. Hier haben wir bereits auch schon unseren Teig fertig, also er ruhte etwa sogar eine halbe Stunde. Dadurch reagiert der Kleber des Mehls und das brauchen wir auch. So, jetzt werden wir das ganz kurz mal zerdrücken. Durch dieses Backen im Ofen entsteht auch eine gewisse Aromatik, das heißt, wir haben hier Röststoffe, das ist für uns wichtig. Man sieht also auch, dieser Kürbis, der richtig dunkel war, die Feuchtigkeit geht raus. Und jetzt müssen wir das praktisch, wie gesagt, richtig zerstampfen. Wir könnten einen Mixer nehmen, aber das wollen wir nicht. Wir wollen es einfach hier so ein bisschen auseinanderdrücken. Das reicht uns eigentlich schon. So, zwischendurch machen wir etwas unseren Risotto, das heißt unseren Reis. Benötigen wir dazu, hier schwitzen wir ihn nicht an, sondern geben ihn einfach nur kurz hier rein. Wichtig ist immer, Reis muss abgewaschen werden. Das heißt einmal kurz in Wasser, weil
Oh ja, wer weiß, was da alles so dran war. Dann eben das Wasser dazu. Prise Salz und das Ganze muss jetzt köcheln. Und zwar auf den Punkt. Das haben wir nämlich schon mal fertig. Dann läuft das nebenbei her. Kein Thema. Dann müssen wir nochmal den Lauch ganz kurz anschwitzen. Da brauchen wir nochmal ein kleines Fältchen. Kein Thema. Das machen wir danach. Aber jetzt bearbeiten wir erstmal den Teig. Hier haben wir eine Nudelmaschine. Man kann natürlich, es gibt so kleine Nudelmaschinen, man kann es natürlich auch mit der Rolle machen. Wir wollen uns die Arbeit etwas erleichtern. Natürlich gibt das Geräusche. Wir sehen schon, das lässt sich von der Folie sehr schön lösen. Bisschen Mehl. Nochmal den Teig, ist sehr schön locker. Liegt einfach dran, dass der Kleber schön reagiert hat. Jetzt bearbeiten wir den Teig so, dass er richtig schön glatt wird. Ähnlich wie Nudeln. Also Pasta. Man sieht hier also schon, es wird also ein bisschen zerrissen. Nebenbei kocht der Reis auch. Wenn Sie sowas, zu sowas keine Lust haben, es gibt heute fertigen Strudelteig, Filoteig, selbst Nudelteigplatten gibt es. Die gibt es fertig zu kaufen bereits in Supermärkten. Also da ist die Entwicklung schon wesentlich weiter. Jetzt kocht hier wie Scheuerwasser, müssen wir mit runterdrehen. So, mal vielleicht die Hälfte des Teiges nehmen, das reicht uns auch erstmal. Und so bearbeiten die hier etwa so 4 bis 5 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. Man sieht gleich, dass man mit Mehl gearbeitet hat. Aber es ist halt so. Wir haben jetzt unseren Teig relativ dünn. Wir können den auch jetzt noch schön ziehen. Also wie ein Strudelteig. Man sieht es also auch. Man sagt immer, durch den Strudelteig könnte man Zeitung durchlesen können. Aber das ist halt nicht nötig. Wir wollen ja auch ein bisschen was vom Teig haben. Hier ist der Risotto bereits schon fast gar. Dazu machen wir jetzt noch den Lauch fertig. Hier etwas Butter dazu, etwas Öl. Wichtig ist immer, dass wir Butter mit Öl machen, damit die Hitze gerade sich erhöht. Das heißt also, die Butter wird nicht so schnell braun. Ganz, ganz entscheidend. Ein bisschen mehr Power hier. Und dann kommt unser Lauch dazu. Hier ist also komplett die Feuchtigkeit regelrecht schon weg. Dann können wir das mal rüber tun. Dann kommt hier der Parmesan rein. Dann unsere Eier. Das finde ich immer wichtig. Immer entscheidend bei Kürbis ein Hauch von Muskat. Muskatblüte, Muskatnuss ist also einerlei. Wobei die Muskatblüte nicht die Blüte ist, sondern eine Ummantelung der Nuss. Das heißt, es ist rötlich und da ist es also egal. Da nehmen wir jetzt ein bisschen Muskatnuss rein. Dann etwas Pfeffer noch. Möglichst immer Pfeffer aus der Mühle nehmen. Ist aromatischer. Ein Hauch von Meersalz. Meersalz braucht ein bisschen mehr Salz, weil es nicht so intensiv ist. Aber dran denken, Parmesan hat einen Eingeschmack. Das heißt also, Parmesan in dem Fall intensiviert die Geschmacksaromen, sehr entscheidend. Auch hier wieder ein Hauch von Pfeffer, ein Hauch von Salz. So, dann haben wir schon fast alles fertig. Fast. Der Teig, hier sehen wir, das ist nur glasig, kommt dann auch noch dazu. Das Ganze verrühren wir jetzt ganz. Wir sehen, es ist richtig mal was anderes als immer nur Kürbissuppe.
sieht auch schon, dass eine gute Bindung hat. Passt, sitzt und hat Platz. So, wir bereiten jetzt nebenbei unser Fett vor zum Frittieren. Auch entscheidend. Und zwischenzeitlich brauchen wir ja noch die Soße. Und das ist ja auch wichtig. Das heißt, wir nehmen Eigelb. Dann schönen Riesling. Hier habe ich einen Rheingauer Riesling von einem tollen jungen Winzer. 49,9 heißt der sogar. Gut, dann natürlich der Schneebesen. Und dann beginnen wir zu schlagen. Das heißt also, hierbei die Temperatur runter. Wenn Sie 10 haben, fangen Sie mal mit 3 oder 4 an. Und dann schlagen wir das hoch. Also man sieht schon, es ist leicht erwärmt. Zur Seite stellen. Nur kurz anschlagen. Das muss alles zueinander übergehen. Wir bereiten nebenbei unseren Teller vor. Ratzfatz. So, jetzt kommt die Füllung. Eigentlich sehr aufregend, das Ganze. Das Ganze kann man natürlich auch anstatt Kürbis, weil die Kürbiszeit ist, je nach Jahreszeiten anders machen. Hierbei schlagen wir es einfach über. Ein bisschen Wasser brauchen wir dazu. Das können wir hier reinmachen. Damit es ein bisschen klebt. So, ratzifatzi. Zack. Können wir so ein bisschen einrollen. Zack. Zack, zack. Richtig. Schöne Täschchen. So, Fett heiß, etwa 160 Grad. Ich halte nicht meinen Finger rein, sondern ganz einfach ist das immer, wenn man mit einem Stab so reingibt oder einem Holzstab, entstehen kleine Blasen. Das ist die richtige Temperatur eigentlich beim Fett, wenn man keine Fritteuse zu Hause hat. Funktioniert eigentlich immer. Klick in die Klick. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn Sie die aufheben, müssen Sie sie einmehlen. Das heißt also, wenn Sie sie später verwenden, einmehlen ist besser, funktioniert besser, kann nichts passieren. So, hier haben wir jetzt die Täschchen fertig. Zack, 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 zack. Warten wir nur da drauf. Streicheleinheiten müssen wir nicht geben. Holzstab haben wir ja auch irgendwo gedacht. Zahnstocher, wäre ein bisschen komisch. Eben Zahnstocher. Aber ist noch nicht heiß genug. Man kann Folgendes machen, indem man eine kleine Backprobe macht. Man schmeißt da mal so einen Teig rein und siehe da, es schwimmt nicht. Also von daher ist es nicht heiß genug. Moment warten, nebenbei machen wir die Sabayone. Und zwar das Problem ist dabei bei der Sabayone, sie wird hochgeschlagen. Ab 72 Grad beginnt beim Ei eine Gerinnung. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass das Ei gerinnt, dann hätten wir Rührei. Dann ist es fest. Funktioniert nicht. Wir nehmen geringe Hitzen in Kauf, bis 72 Grad, das ist ein Gefühl, das muss man haben. Wenn man das nicht kann, sollte man das ein bisschen mit, nicht das Gefühl meine ich, sondern noch nicht so konform ist oder beziehungsweise noch nicht so gut aufschlagen kann, nimmt man Wasser. Das heißt, heißes Wasser, im heißen Wasser aufschlagen, dann geht das nicht so schnell. Ja? So. Das war's. Entscheidend ist jetzt, jetzt kommt einfach unser Muskat dazu, in die Sabayone. Das kann ein bisschen mehr sein. Und natürlich auch unser Meersalz. Ein bisschen mehr Salz. Das sieht schon ganz gut aus. Können wir schon mal hier aufräumen. Sieht ja schon wieder wild aus hier. Aber wie heißt es so schön? Wo gehobelt wird, fallen Späne. So, das ist auch schon besser. Das können wir noch mal probieren. Ah! Da sieht man schon, es ist gleich soweit. Auch die Sabayone zieht langsam an. Aber wir müssen noch ein bisschen Butter untergeben, damit es geschmeidiger wird. Giftprobe. So, sodale, sodale, sodale. Jetzt kommt, und das sollten Sie auch überlegen,
Die ist so ein Gerät, das immer genutzt werden wird oder kann genutzt werden für alles, was frittieren ist, das sehr gut praktisch reinzulegen ist. Ist doch nicht richtig heiß. Noch einen Moment warten. Dann warten wir einfach mal 3-4 Minuten und wir sehen uns wieder. Wir hören schon, dass das Fett richtig heiß ist. Es knistert, es knackt. Na, bitteschön. So soll es sein. Hier haben wir schon mal was vorbereitet. Das war's jetzt hier. Ich muss nachher drauf tun. So, auch die Soße ist soweit fertig. Sie sehen, also es ist richtig schaumig. Eine Sabayone heißt, dass sie also eine feste Konsistenz hat. Man sieht also auch, wie so ein Faden zieht. Dann ist die richtige Konsistenz vorhanden. Da geben wir jetzt ein bisschen Butter rein. Butter ist Geschmacksträger. Schmeckt einfach lecker. Und Butter bindet sogar. So, das reicht uns auch schon. Gut, jetzt noch mal an die Seite. Vom auch noch rein tun. Den auch. So. Reicht schon. Für eine Einheit machen wir es lieber so. Ja, nicht so richtig. Die können wir schon zur Seite stellen. Dazu. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit mit meinen gebackenen, krossen Kürbistaschen und einer Muskat-Buttersalat.